als Jenna die Hackerin werde es schaffen, dass ganz Brookhaven durch einen Sturm zerbrechen wird, den ich ganz alleine steuern werde. Oh, das wird sowas von gefallen, ein Hackersturm. Hey, Vitamine. Hey, was ist denn, Kumpel? Es regnet draußen. Meine Mama hat gesagt, ich soll langsam nach Hause gehen, ja? Hey, aber klar, dann können wir noch zusammen Roblox zocken. Alles klar. Eine Sondersitzung. Hä? Warte mal, hast du das auch gehört? Hey, ja. Schau mal da im Fernsehen. Hä? Warte mal, was ist das? Das sind die Nachrichten. Vielleicht sollten wir uns die mal anschauen. Ja, Nachrichten sind eigentlich immer gut. Genau, ich schaue noch die Nachrichten und danach kann ich ja abhauen. Ja, das klingt eigentlich richtig gut. Okay, und ich bin passend. Action! Liebe Brookhaven-Bewohner, heute ist es wirklich ein unfassbarer, schlimmer Tag für die ganze Brookhaven-Stadt. Es nähert sich ein Sturm. Nein, warte mal, ein Orkan. Und der Orkan wird genau über Brookhaven wüten. Niemand kann diesen Tornado aufhalten. Es wird wahrscheinlich vermutet, dass die halbe Stadt und halben Häuser beschädigt werden. Wir bitten Sie umdringlich, verschanzen Sie sich in Ihre Keller oder in irgendwelche anderen sicheren Räume und gehen Sie auf keinen Fall mehr raus. Es ist wirklich ersorgniserregend. Die Feuerwehr arbeitet auf jeden Fall mit Hochtouren. Ihre Brookhaven Nachrichten. Wow, hast du da das gehört? Kannst du mich wach machen? Habe ich geträumt? Hey, Vitamine, das kann doch nicht ernst sein. Ich weiß es auch nicht. Irgendwie hat sich das komplett echt angehört. Der Sturm wird bald hier wüten. Aber nein. Ich muss schnell nach Hause. Meine Mama, du weißt, sie ist mega streng, wenn es darum geht, dass ich zu spät komme. Ich muss, Vitamine. Warte, du kannst doch nicht wirklich abhauen. Doch, Vitamine, ich werde schon es überleben. Okay, ich meine, du wohnst ja nur da vorne in die Straße runter. Eigentlich sollte es gar kein Problem sein. Okay, Vitamine, wir sehen uns dann bis morgen hoffentlich in der Schule, wenn sie noch steht. Okay, da läuft er. Ciao. Oh Mann, was ein verrückter Sturm. Was? Ich werde zurückgesaugt. Warte mal. Er ist durch den Wind in eine andere Richtung getrieben worden. Der Wind ist sowas von stark draußen. Oh mein Gott, Leute, wie kann das nur sein? Oh nein. Und wenn ihr irgendwie wisst, was dagegen hilft, dann schreibt es mir auf jeden Fall jetzt in die Kommentare. Aber vielleicht werde ich versuchen, das Wetter zu hacken und gegen den Sturm zu kämpfen. Leute, das kann man in einem Simulator. Leute, vielleicht bringt das ja was und wir können den Sturm damit aufhalten. Ich würde sagen, komm, wir starten die Simulation. Wow, Alter, was geht denn hier ab? Ich bin wirklich ein Sturm, ein Tornado. Und damit kann ich vielleicht Brookhaven retten, wenn ich jetzt mich groß mache und gegen den anderen Sturm kämpfen werde, Leute. Oh mein Gott, das ist unsere Chance, Brookhaven doch noch vielleicht zu retten. Lasst auf jeden Fall jetzt gerne mal alle schon mal einen Daumen nach oben da, wenn ihr wollt, dass wir Brookhaven retten. Es wird auf jeden Fall Zeit. Ich kann mich hier echt vergrößern und muss erstmal alles verkaufen. Denn wenn wir alles verkaufen, können wir uns hier upgraden. Ich merke das gerade. Und ihr seht, wie schnell ich hier wachse als Sturm. Man kann nämlich dann später andere Sachen noch nehmen. Bam, bam, bam. Wir können jetzt hier langsam schon Bäume und so nehmen. Und die Stadt ist mega riesig. Das merke ich, Alter. Das ist echt krass, hier einfach als Sturm zu kämpfen. Denn nachher werden wir die Brookhaven-Stadt retten. Und ich habe mir jetzt einfach mal 200.000 Münzen gesammelt, Leute. Ich werde mich mal auf jeden Fall ein bisschen upgraden, die Geschwindigkeit und alles. Ich denke mal, das soll jetzt erstmal ein bisschen was bringen. Ja, wir werden auf jeden Fall jetzt schon schneller und schneller groß und so. Das sieht auf jeden Fall dann schon mal ein bisschen besser aus, denn wir müssen wirklich der größte Sturm werden in ganz Brookhaven und auf der ganzen Welt, um Brookhaven tatsächlich nur retten zu können. Rechts oben seht ihr sogar, ich bin Platz 2 gerade, aber das reicht mir noch nicht. Ich will nämlich irgendwann die ganzen Häuser hier mit aufsaugen als Tornado. Und selbst sogar Autos nehme ich jetzt schon mit. Okay, 32.000
kann ich groß werden. Und hier ist Rebirth. Okay, Rebirth haben wir natürlich noch nicht, denn da brauchen wir auf jeden Fall noch einiges. Für den Rebirth brauchen wir einfach 10 Millionen Münzen. Mal sehen, ob wir das schaffen können. Aber wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg, finde ich. Denn wir können uns nebenher natürlich jederzeit upgraden, so wie wir Lust haben. Und hier neben uns, oha, der saugt alles weg, dieser Riesentornado. Naja, egal, warte mal ab. Gleich bin ich genauso groß wie du wieder. Und kann dann auch Autos und andere Sachen easy wieder einfach in mich reinsaugen. Wie so einen krassen Tornado. Und jetzt ist es soweit. Ich kann die ganzen Bäume hier mitnehmen und... Oh mein Gott, maximal schon wieder. Ihr seht es, wie schnell ich maximal werde. Wir brauchen auf jeden Fall viel, viel mehr Geld. Und ich würde sagen, wir kaufen uns unendliche Größe und... Zack, wir können jetzt unendlich lang groß werden. Übrigens, wenn ihr euch selber Robux gerne mal holt oder auch nicht, bitte unterstützt mich. Mein Starcode ist Vitamine. Hier eingeblendet, einfach gerne mal mich als Starcode eintragen und mir irgendwie einen Screenshot über Discord oder über Instagram oder irgendwo anders senden. Und dann kann ich dich gerne mal einblenden in diesem Video. Das würde mich mega glücklich machen. Und jetzt werden wir erstmal alles einsaugen, was uns hier in die Finger kommt. So, da wir jetzt unendlich groß werden können, ist es auch kein Problem, gleich mir diese Häuser zu fressen. Oh mein Gott, Alter, schaut euch das mal an. Ich mache den ganzen Park hier pleite. Bam, 130.000 haben wir jetzt schon. Okay, Leute, Alter, dass das so schnell geht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Oben rechts seht ihr, Alter, ich kann hier wirklich alles mitnehmen. 300.000, schade, dass wir den kleinen Tornado daneben an nicht fressen können. Jetzt können wir sogar Häuser nehmen. Okay, 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 1 Million haben wir jetzt schon. Okay, Leute, was geht denn hier ab? 50.000 ist die Größe, die wir da drüben brauchen. Aber ich glaube, wir haben alles gefressen. Bam! Ich habe mal alles verkauft und wir mit einfach 11 Millionen. Was? Dafür können wir uns unseren ersten Rebirth kaufen und wir sind jetzt einfach blau. Und danach werden wir uns auf jeden Fall in die nächste Welt begeben. Und oh Gott, wie langsam sind wir? Nein! Die Upgrades fangen dementsprechend wieder bei Null an. Das hätten wir auf jeden Fall geschafft. Na toll. Wir brauchen aber nur einmal groß werden. Das ist zum Glück unsere Stärke. Wenn wir einmal groß sind, dann haben wir sozusagen alles geschafft. Denn keiner kann uns aufhalten. Und so können wir der größte und stärkste Tornado in ganz Brookhaven werden. Ihr seht es, wie fleißig ich hier schon wieder sammle. Ich habe 3000. Normalerweise hätte ich jetzt schon wieder verkaufen müssen. Aber da wir so ein krasser, guter Tornado sind, ich kann mal gucken, Wiedergeburt. Oh, wir haben die maximale Wiedergeburt. Gibt es nicht mehr, Alter. Okay, okay, wir verkaufen uns gleich nochmal, denn wir brauchen auf jeden Fall gleich ein bisschen mehr Stuff. Denn momentan sind wir einfach noch viel zu langsam, Leute. Ich meine, ich kann jetzt schon wieder Autos und so fressen. Ja, okay, das reicht uns aber nicht. Ich meine, die Autos sind mir einfach noch zu wenig. Ich habe alles verkauft und wir upgraden uns alles. So, okay, wir haben uns jetzt mal wieder ein bisschen geupgradet. Hier, maximale Größe kann ich natürlich nicht upgraden, weil wir unendlich lang groß werden können. Dafür können wir aber jetzt hier alles wieder einsammeln und wir sind schon ein bisschen schneller und bekommen natürlich dementsprechend auch mehr Geld. Vor allem die Geschwindigkeit, Leute, wir müssen echt schneller werden. Wir sind so lahm wie ein Haustier, wie ein Hamster im Hamsterkäfig. So, okay, wir kaufen uns gleich nochmal was Neues. Aber es sieht ganz gut aus hier durch das Haus. Die Häuser sind halt einfach noch viel zu krass. Aber vielleicht können wir gleich die ersten Autos hier fressen. Das wäre auf jeden Fall mega cool, muss ich sagen. Und ich will auf jeden Fall gleich mal in die nächste Welt da drüben gucken, was da so abgeht. Aber dafür brauchen wir noch ein bisschen. So, hier, jetzt geht ab die Party. Wow, Alter, wenn wir einmal den Park fressen dürfen, dann geht es hier richtig ab. 80.000 sind wir schon momentan. Oh mein Gott, Leute, okay. Ich würde aber sagen, dennoch verkaufen wir gleich nochmal alles. Wir werden uns nämlich... Oha, Alter, ich kann immer noch keine Häuser fressen, aber das sollte auch kein Problem sein. Wir verkaufen nochmal alles und jetzt graden wir uns nochmal ab, den Verkaufswert und vor allem unsere Geschwindigkeit. Die ist mega, mega wichtig, denn wir sind davor so langsam gewesen und jetzt werden wir jetzt versuchen, in die nächste Welt zu kommen. Mal sehen, was uns auf jeden Fall in der zweiten Welt erwarten wird und was wir da uns alles so snacken. Auf jeden Fall läuft das jetzt mega schnell. Schon wieder 10.000 gesammelt. So, hier haben wir noch ein paar Kleinigkeiten, die wir mitnehmen können. Autos, ne, die sind noch zu groß für uns, leider. Aber wir kommen gut voran, muss ich sagen. Und schade, dass ich eigentlich ihn nicht fressen kann. Und jetzt können wir Autos einsammeln. Das heißt, normalerweise dürften wir jetzt auch gleich die ganzen Bäume hier. Und wenn ich die Bäume einsammeln darf, dann geht es immer mega schnell. 50.000 haben wir jetzt. Ich probiere mal in die nächste Welt zu kommen. Und... okay, wir sind in der nächsten Welt. Hier haben wir aber erstmal nur Kleinigkeiten, obwohl 90.000.
Alter, was sind das für Teile? Das sind so eine Gastanks. Okay, die Gastanks geben uns einfach 158.000. So, die ganzen Chemietanks nehmen wir mal mit. Wir sind jetzt von einer Größe bei 2,6 Millionen. Okay, okay, okay. Windräder? Die Windräder sind auf jeden Fall noch zu groß. Aber hier, der Kran, der muss doch locker funktionieren. Hier sind so eine riesigen Türme. Coming soon. Da vorne geht schon gar nicht mehr weiter, Leute. Denn wir werden gerade der größte und stärkste Sturm in ganz Brookhaven. Okay, hier die ganze Baustelle. Die können wir einfach mal easy rasieren. Schaut euch mal an. Die Baustelle. Bam, sogar die Häuser nun. Oh mein Gott, was? Alter, das ist ja gar nichts mehr gegen uns. Ich meine, Leute, wir haben 16 Millionen. Wir sind einfach gerade übel krass. Was geht denn jetzt gerade ab, Leute? Okay, damit hätte ich jetzt absolut gar nicht gerechnet. Was wird eigentlich die maximale Stufe sein? Können wir die Windräder können wir mitnehmen. Entschuldigung, was war das denn jetzt? Können wir auch schon... Oha, die Riesenkraftwerke... Okay, die Riesenkraftwerke reichen noch nicht. Da sind wir echt noch zu klein gerade für. Aber hier diese Riesenhäuser können wir auch schon mitnehmen. Wir haben eine Stärke von 100 Millionen, Leute. Lasst euch das mal auf der Zunge vergehen. 100 Millionen sind wir groß. Und normalerweise hätte man nur eine 50.000 Größe gebraucht, um hier raufzukommen. Jetzt sind wir schon fast 200 Millionen groß. Mal gucken, ob wir diesen großen... diese großen Kraftwerktürme hier nehmen können. Yo, Leute, was geht denn ab hier? Okay, 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 okay. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. 250 Millionen. Wir haben alles verkauft. Wir werden unsere Geschwindigkeit noch upgraden. Ich wollte nur sagen, dass wir unten rechts 600 Millionen haben, Leute. Ich weiß nicht, wie schnell wir hier werden sollen. Und was? Warte mal, ich kann nicht mal mehr zurück zum Spawn. Leute, was ist das denn jetzt für ein Troll? Hallo? Schaut mal an, ich kann hier nicht durch. Kann ich hier überhaupt jetzt noch was? Ich bin noch viel zu klein. Ah, nein, okay. Wir können wenigstens Kleinigkeiten nehmen. Ich dachte schon, oh mein Gott, Leute. Ey, wenn wir jetzt nicht mehr zurückgekommen wären, dann hätten wir ein überkrass großes Problem gehabt. Aber, ja, wir kommen gut voran. Ich meine, hier gibt es Kleinigkeiten, die wir natürlich alles mitnehmen können. So schnell hätte ich mir das nicht vorstellen können, dass wir so schnell wieder auf 400.000 sind. Boah, 500.000 schon. Hier kommen die Tanks. Die werden erstmal alle eingesaugt. So, 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 dankeschön. 2 Millionen übrigens mal wieder locker easy gemacht. Ja, 5 Millionen sind wir auch schon. Und, Leute, können wir die Häuser können wir einfach mitnehmen. Okay. Die Kräne nun auch schon. Und die Windräder leider noch nicht. Die reichen noch nicht. Aber, Leute, wie krass ist das bitte, dass wir hier gefühlt die ganze Baustelle umöpfern können. Wir können hier alles mitnehmen. Wir hatten gerade einen Wert von 200 Millionen. Ich bin mal gespannt, ob wir gleich diesen Wert hier steigern können. Mal sehen, wie viel wir dieses Mal schaffen. Und selbst die Straße. Die Straße bleibt nicht stehen. Wir haben 100 Millionen. Können wir die großen... Ja. Alter, 134 Millionen haben wir eingesammelt. Tatsächlich, das geht ja sowas von schnell. Ich bin mal gespannt, gleich wenn wir 1 Billion haben. Und hier nochmal übrigens in der anderen Insel. Hier geht es nicht so schnell, aber... Leute, die denken sich so, ja, der klaut mir ja wirklich alles. Ja, ich bin so hungrig. Aber hier gibt es kaum was. Schaut euch mal an, wie wenig mir das an Essen gibt. Ich klaue euch alles, was es ihr haben wollt. Bam, wir werden alles einsaugen. Ich habe eine Größe von fast 500 Millionen, Leute. Und die ganze Insel ist einfach komplett leer. Ich räume hier die ganze Zeit im Kreis alles ab. Ich will euch nur mal verdeutlichen, wie krass leer das hier alles ist. Ich fege hier wirklich mit meinem Tornado alles weg. Mal schauen, gleich habe ich 1 Milliarde Größe. Wir kommen der 1 Milliarde mega nah und wir haben jetzt gleich eine Größe von 1 Milliarde. Das werden wir gleich mal verkaufen. 1 Milliarde, Leute. Was geht denn hier ab? Und, oh, guckt euch den Kleinen mal da an. Ich sehe nur noch seinen Namen. Er denkt zu sich, hey, kannst du mir vielleicht auch mal was abgeben? Ich so, nö, ich klaue dir einfach alles. Guck mal, er hat gar keine Chance, sich irgendwas zu snacken, denn ich bleibe einfach hier vor ihm stehen. Ich werde dir alles wegnehmen. Du wirst hier gar nichts mehr bekommen. Ich sag dir das so, wie es ist. Der kriegt einfach gar nichts mehr. Der denkt sich so, oh nein, lass mich mal bitte auch was kriegen. Nö, Vitamine, der Tornado wird euch gar nichts mehr geben und du auch nicht. So, schaut mal oben rechts. Er verdient keinen, also dieser X-Rexel, der verdient keinen Punkt mehr, weil ich die ganze Zeit bei ihm stehe. Der denkt sich so, hey, das ist übel unfair. Das ist aber dem Tornado Vitamine egal. Okay, Mann, ich würde sagen, Leute, wir verkaufen mal alles und 8,4 Milliarden
$5. Ich kann mich auf jeden Fall mega, mega lange upgraden hier. Wie lange soll das gehen, bitte schön? Wir haben eine mega krasse Geschwindigkeit. Wir verkaufen gerade auch alles. Also wir upgraden alles. 5 Milliarden noch. Oh mein Gott, ich hätte nicht gesagt. Warte mal, wie schnell sind wir jetzt eigentlich? Sind wir jetzt übel schnell? Oha, okay. Wir sind jetzt sogar noch richtig schnell gerade. Warte mal, was? Hey Leute, nicht mal mehr die Items kommen hinterher. Ich krieg die ganzen Items nicht. Schaut euch das an, wir nehmen wieder alles mit. Was geht? Let's go, die Häuser würde ich gerne auch mal fressen wollen. So, okay, die ersten Häuser kann ich fressen. Und jetzt ist es wieder soweit, Leute. Es geht ab, alles wird eingesammelt hier. Wir haben schon wieder 2 Millionen, aber gerade eben waren wir einfach bei 1 Milliarde Sachen, die wir eingesammelt haben. Also Leute, wenn das nicht auf jeden Fall krass ist und wenn wir damit nicht den Sturm in Brookhaven löschen können oder beseitigen können, dann weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Und ich denke, dann haben wir auf jeden Fall alles verloren, was so gibt. Aber wir sind mega schnell und können jetzt alles fressen. Und wenn wir es verkaufen, kriegen wir absolut mega, mega viel Geld, Leute. Ich meine, wir haben wieder 100 Millionen einfach so easy zusammengefarmt. Was ist das, bitteschön? Oh mein Gott, Leute. Ich muss sagen, damit werde ich auf jeden Fall jetzt jeden Sturm bekämpfen können. Aber Leute, wenn euch das Video gefallen hat und ihr gerne mehr solch coolen Videos sehen wollt, lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben da. Vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren. Und dann sehen wir uns morgen beim neuen coolen Video. Bis dahin. Tschüss.